Hallo zusammen, willkommen zur Sneak Preview Nummer 2 in diesem Jahr. Genau, einen Moment. Das Ganze mal ganz kurz gucken. Ja, mein Name ist Jan Stöß. Ich gucke mal kurz auf die Agenda. Ich bin eins der drei Vorstandsmitglieder vom VKSI. Die anderen beiden Jörg, heißen beide Jörg, sind, glaube ich, auch hier. Wir werden jetzt eine ganz kurze Einführung zum VKSI halten. Ich verspreche, sie wird nicht allzu lange gehen. Die allermeisten kennen den VKSI schon, aber ich kann vielleicht zwei, drei Takte noch dazu sagen. Und dann freuen wir uns aber heute hauptsächlich auf die beiden Vorträge. Der zweite Teil des Vortrags, wie mir zugetragen wurde, ist, glaube ich, sogar aufgeteilt in drei Teile, richtig, Alexander? Genau, wir haben drei Vorträge heute. Genau, also wir haben heute eigentlich drei Vorträge, jetzt stehen die aber quasi per Timeslot schon noch so drin. Aber der erste Teil ist über eine neue Art der Modellierung von Dr. Stefan Wersig vom KIT, IMK, ASF. Und im zweiten Teil werden wir dann etwas über Geoportal, das Kartenauskunftssystem im Internet hören, vom Liegenschaftsamt Markus Albert und Tobias Veit. Ich freue mich sehr drauf, dass wir heute die Vortragenden gewinnen können für diese beiden Teile. Die Agenda oder vielleicht der Themenspektrum heißt Geoinformationssysteme. Genau, und bevor wir jetzt aber uns dort einsteigen, sage ich noch ein bisschen was zu dem VKSI. Also wir sind eigentlich ein Verein, der sich die ingenieurmäßige Softwareentwicklung in verschiedensten Facetten und vor allem die Sichtbarmachung derer auf die Fahnen geschrieben hat, wie man so schön sagt. Wir sind hier in der Technologieregion Karlsruhe verortet und da wollen wir auch sozusagen unser Hauptwirken sehen. Im Grunde genommen besteht unser Ziel darin, die Leute, die hier aus der Softwareentwicklung und aus dem Software Engineering, wie man im Englischen sagt, kommen, in guter oder in bestmöglicher Form zu vernetzen, dass man also einen Wissensaustausch fördert, wie zum Beispiel heute über die Sneak Previews, dass man aber auch sowohl die Firmen als auch andere Akteure wie akademische Akteure, ich zum Beispiel komme von der Hochschule, aber auch das KIT oder universitäre Akteure zusammenbringt. Genauso natürlich Schulen und Ähnliches. Also wir haben ein paar Programme für MINT-Aspekte in Schulen und vielleicht auch diesen Gedanken der Softwareentwicklung, der Ingenieurhaften da an allen Fronten irgendwie mehr Rechnung trägt, weil wir denken, dass das etwas ist, was durchaus, wie soll man sagen, eine große Zukunft hat. Ja, wir haben verschiedene Formate und Features. Ein paar werde ich jetzt kurz hier einfach anreißen, indem wir uns so sozusagen bewegen. Vielleicht eins mal vorab, dass eher in Richtung Schulen geht. Wir betreuen zusammen im KIT ein Informatik-Bogi. Das ist also so eine berufsorientierende Praxisveranstaltung, eine der wenigen, die es im Schulverlauf normalerweise gibt. Und die Ziel dort ist, dass man die jungen Schülerinnen und Schüler vielleicht schon in früherer Zeit vor einem möglichen Studium für MINT-Themen im Allgemeinen, aber auch für Software Engineering jetzt in unserem Fall im Besonderen begeistern kann. Das hat jetzt hier in der Vergangenheit durch Corona ein bisschen einen Dip nach unten erfahren, aber jetzt gerade im letzten Jahr ist es wieder eigentlich auf vor Corona-Niveau etwas, was sehr erfreulich ist und was ich glaube auch dem Rechnung trägt, dass wir wirklich viele interessante Firmen in dem Spektrum, aber auch, wie gesagt, akademische Player haben, die das auch einfach gut begleiten können. Das ist das eine. Dann vielleicht auch noch aus dem Bereich Akademik oder Ausbildung. Wir fördern jedes Jahr den Nachwuchs im Rahmen eines VKSI-Preises. Da gibt es also Preise für Software Technik sowohl in eher anwendungsorientierten Fragestellungen als eher auch in forschungsorientierten gibt es unterschiedliche Spektren. Die Preisträger und Preisträgerinnen kann man auch immer auf der Webseite nachlesen. Genau. In diesem Jahr ist es jetzt auch so, dass das alles noch ein bisschen verzögert ist. Wir sind gerade dabei, sozusagen die Preise und die Jury ist gerade dabei, die Preise sozusagen Preisträger festzulegen. Normalerweise erfolgen dann die Auszeichnungen immer im Rahmen von Sneaks oder Entwicklertagen und Ähnlichem. Genau. Also das ist auch eine Sache, die wir tun. Dann beteiligen wir uns an dem sogenannten Entwicklertag in Karlsruhe. Der vergangene war 17. bis 18. Mai, auch jetzt wieder in Präsenz, sehr erfreulich. Und auch der nächste ist wieder geplant für den Mai im 2023 und zwar in der IHK, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auch ein Format, in dem Austausch auch in der Software und auch im Software Engineering stattfinden soll.
Genau, dann zu guter Letzt, ich glaube, das ist der letzte Teil von den Folien, die ich zeige. Sind wir gerade, ist vielleicht jetzt eher etwas Aktuelleres, dabei, so eine Art Image-Kampagne zu lancieren, die das Ziel hat, so ein etwas übergreifendes Recruiting, Schrägstrich Image-Marketing, nicht nur für einzelne Firmen, sondern im Endeffekt für die ganze Region stattfinden zu lassen. Und unsere Idee ist dabei, dass wir Firmen zusammenbringen unter gemeinsamer Mitarbeit mit uns als Partner und versuchen über Challenges, Gamification und so eine gemeinsame Präsenzveranstaltung erstens interessierte, also interessierte Bewerber, Bewerberinnen am Standort Karlsruhe zu finden und zweitens, die auch mittelfristig darauf aufmerksam zu machen, dass Karlsruhe unheimlich viel zu bieten hat. Das lesen diejenigen, die es wissen, immer wieder in Medien und in Zeitungen und Ähnlichem. Es ist aber aus meiner Erfahrung so, dass es gar nicht so leicht ist, die Menschen, die jetzt vielleicht nicht aus der Region hier kommen, für Karlsruhe und seine vielen Facetten zu begeistern. Und da haben wir uns gedacht, naja, das ist vielleicht etwas, was eher eine Aufgabe ist für firmenübergreifendes Wirken. Und da sind wir gerade dabei, so eine Art Kampagnenformat mit einem entsprechenden Case dazu auszuarbeiten und wollen dann bald auch an die ersten Interessierten rantreten. Für die wollen wir natürlich auch unser Netzwerk zunutze machen. Genau. Das ist eigentlich auch schon im Wesentlichen das. Jetzt will ich noch kurz das Format hier aufgreifen. Also im Rahmen der Sneak Previews, den Zusammenarbeit mit dem Cyberforum versuchen wir eigentlich sogar dreimal im Jahr, diesmal nur zweimal im Jahr, interessante Themen ja, irgendwie zu finden, interessante Vorträge zu finden. Natürlich mit Bezug zum Software Engineering, aber nach Möglichkeit auch mit Bezug zum sonst fachlich interessanten Thema, so dass man vielleicht auch Software Engineering wirken, Softwarebezug sozusagen am lebenden Beispiel sehen und vielleicht auch erfahren kann. Und wir hatten in der Vergangenheit schon wirklich viele interessante Vorträge. In den letzten Sneak hatten wir jemanden, meiner Erinnerung nach, von Risklayer, also der Firma, die sich mit Datenanalyse von Corona-Zahlen einen großen Namen gehabt hat, unter anderem. Genau, und dieses Mal wird es jetzt, wie gesagt, gehen um diesen größeren Schwerpunkt, ungefähr Geoinformationssysteme. Auch auf die drei Vorträge, die drei Teile, freue ich mich jetzt sehr. So, das war es von mir. Ja, wir haben natürlich viele Kooperationen und viele Partner. Ein paar kann man hier vielleicht jetzt auch, also einen zumindest sollte man herausheben. Hier jetzt für diese Sneak nutzen wir auch Kanäle vom Cyberforum, um dann normalerweise auch auf dieses Format aufmerksam zu machen. Genau, und das wollen wir hier jetzt gleich nochmal ganz kurz festhalten. So. Genau, also das Geoportal Karlsruhe ist eigentlich grundsätzlich die zentrale Sammelstelle des öffentlichen Geodatenangebots der Stadt Karlsruhe. Seit dem Relaunch hat sich da das Erscheinungsbild etwas verändert. Hier sehen Sie auf der rechten Seite einen Screenshot von der Geoportal-Stadtseite. Sie können hinkommen über die karlsruhe.de-Seite und dann über die Kategorien Mobilität und Stadtbild, Bauen und Immobilien zum Geoportal Karlsruhe. Das Ganze geht aber auch schneller, wenn Sie die URL geoportalkarlsruhe.de in den Internetbrowser eingeben und dann kommen Sie auch auf diese Seite. Auf der Startseite vom Geoportal gibt es ja, sechs verschiedene Kacheln, über die Sie verschiedene Inhaltsseiten aufrufen können. Und da haben Sie dann die Möglichkeit, unsere verschiedenen 2D- und 3D-Anwendungen sowie nativen Apps auszuwählen oder auch verschiedene Themenkarten, Hintergrundkarten und Fachpläne anzuzeigen. Außerdem haben wir einen Bereich für den digitalen Zwilling, der ja auch heutzutage immer wichtiger wird, mit dem 3D-Stadtmodell und Sensordaten, wo dann der Tobias Veiden, der Sven Klenert nachher noch was dazu erzählen werden. Und es gibt auch ein paar E-Service-Angebote, wo man unsere Dienste nutzen kann und auch Datenbestellungen machen kann, was vor allem von Studenten dann häufig genutzt wird, um eben für ihre Projektarbeiten dann einen gewissen Ausschnitt von Karlsruhe zu beziehen, wo sie dann auch von uns die Geodaten kostenlos bekommen. Hier habe ich eine kleine Auswahl der Web-Apps, die wir im Geoportal anbieten. Ich denke, die Haupt-Web-Apps sind der Stadtplan und das BürgerGIS. Ursprünglich wollte ich eigentlich gerne eine Web-App haben, wo alles drin ist, aber das Feedback war dann so, dass die Menschen einfach damit überfordert waren. Wir haben mittlerweile so ein riesiges Angebot, vor allem an interessanten Orten oder auch POIs genannt und verschiedenen Karten und Stadtplänen und einfach wurden die Leute davon erschlagen, hatte ich das Gefühl. Und deshalb habe ich dann zwei Anwendungen daraus gemacht. Einmal den Stadtplan für das allgemeine Interesse
und einmal das BürgerGIS für die erfahrenen Anwenderinnen und Anwender. Und im BürgerGIS kann man dazu auch dann noch verschiedene Fachpläne aufrufen. Außerdem haben wir im Angebot eine Bodenrichtwertauskunft. Das ist eine Web-App, wo wir die aktuellen historischen Bodenrichtwertinformationen anbieten. Dann gibt es eine Bebauungsplanauskunft, wo man sich die gültigen Bebauungspläne anschauen und die einzelnen Bestandteile herunterladen kann. Dann haben wir die Planauskunft vom Nachbarschaftsverband Karlsruhe. Der Nachbarschaftsverband ist ein Zusammenschluss von 11 Gemeinden, die zusammen zum Beispiel den Flächennutzungsplan oder den Landschaftsplan entwerfen. Und da das über das Stadtgebiet hinausgeht, haben wir da eine eigene Anwendung dafür erstellt, wo man dann eben diese Fachpläne abrufen kann. Dann eine Anwendung, mit der ich mich jetzt die letzten 2 Jahre sehr intensiv beschäftigt habe, ist Karlsruhe Barrierefrei. Das ist eine Web-App für Menschen mit Behinderungen. Die gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren. Und damals ist unsere Vermessungsabteilung in der Stadt unterwegs gewesen und hat 160 öffentliche Gebäude aufgenommen mit ganz detaillierten Informationen, wo dann auch der Weg beschrieben wurde, quasi von der Eingangstür bis zum Ziel, wo dann eben verschiedene wichtige Informationen enthalten sind, wie zum Beispiel, wie breit sind die Türen, gehen sie automatisch auf oder muss man sie von Hand öffnen, wie viele Treppenstufen gibt es, wie hoch sind die Stufen und verschiedene andere Dinge, die eben beim Thema Barrierefreiheit eine wichtige Rolle spielen. Und da die Daten leider mittlerweile immer weiter veraltet sind und wir keine besonders gute Möglichkeit hatten, die Daten fortzuführen, hat sich im Jahr 2020 eine Zusammenarbeit mit den Sozialhelden Berlin entwickelt. Vielleicht kennt der eine oder andere den bekannten Inklusionsaktivist Raul Krauthausen. Der hat diesen Verein gegründet und unter anderem auch die weltbekannte Wheelmap erfunden. Und mit der Wheelmap kann man zum Beispiel Orte auf Rollstuhltauglichkeit bewerten. Also das ist eigentlich auch so ein Community-Projekt. Und neben der Wheelmap haben die Sozialhelden auch einen Standard erfunden, um barrierefreie Objekte im Internet zu beschreiben. Dieser Standard heißt ElliJSON. Das ist so eine Kurzform für Accessibility JSON. Und mit diesem Standard sollen dann quasi die Objekte in einer standardisierten Form abgebildet werden. Und wir haben dann unsere Daten in diesen Standard überführt und haben jetzt die Möglichkeit, über einen digitalen Fragebogen oder auf Englisch Survey diese Daten zukünftig in dieser Form zu erheben. Und wenn Sie Interesse haben, uns dabei zu unterstützen, also wir sind immer interessiert daran, da neue Orte aufzunehmen oder auch die alten Orte zu aktualisieren, dann kommen Sie gerne auf mich zu und dann kann ich Ihnen, kann ich Sie zu sogenannten Mapping-Events einladen, wo wir dann vorhaben, mit den Bürgerinnen und Bürgern ja im Prinzip innerhalb von ein paar Stunden Orte in der Nachbarschaft oder im Stadtviertel aufzunehmen mit dem Thema Barrierefreiheit. Und neben den Daten soll auch Anfang 2023 eine neue Anwendung dazu erscheinen, da die bisherige Anwendung nicht so gut geeignet für Smartphones war und der Relaunch ist jetzt mal für Anfang 2023 geplant. Eine weitere Anwendung ist der Stadtplan Weiße Tage, der leider wahrscheinlich immer mehr eine große Rolle spielen wird. Hier haben wir jetzt eine neue Form der Kartenpräsentation. Sie sehen da einen Screenshot auf der rechten Seite, dass wir eben nicht nur eine Karte haben, sondern auch einen Text, der dann in so einer scrollbaren Leiste am Seitenrand durchgelesen werden kann. Und diese Form nennt sich Story Map und wird wahrscheinlich auch zukünftig häufiger von uns eingesetzt werden. Jetzt würde ich gerne auf die beiden Haupt-Web-Apps eingehen. Der Stadtplan Karlsruhe, habe ich ja vorhin schon erwähnt, der hat im Prinzip Inhalte und Funktionen von allgemeinem Interesse. Und das Ganze in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Damit kann man über 7500 interessante Orte abrufen und sich anzeigen lassen zu ganz vielen verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Schulen, Kitas, Behörden, Sportanlagen, Gastronomie, Haltestellen oder auch Altglascontainer. Und die kann man dann eben suchen, der Karte anzeigen lassen. Gleiches gilt dann für die Adressen im Stadtgebiet Karlsruhe oder Flurstücksnummern. Und auch die Stadtteile im Stadtgebiet. Neben den Standorten kann man auf jedes Symbol draufklicken und in einem Pop-up-Fenster zusätzliche Informationen zum Objekt abrufen. Das ist dann meistens die Adresse und eine Internetseite und zusätzlich auch die nächstgelegenen Haltestellen und Parkhäuser, die sich in der Nähe befinden. Außerdem haben wir ein sehr großes Kartenangebot mit verschiedenen Rego-Karten.
Die gibt es in Farbe, Graustufen und Kontrast verstärkt für Menschen, die eine Sehschwäche haben. Und das Ganze geht dann eben von der Übersichtskarte bis zur Gebäudedarstellung. Also man kann da sehr weit reinzoomen. Und auf den größten Stufen, da werden dann auch tatsächlich unsere Daten aus der Liegenschaftskarte dargestellt, zum Beispiel die Gebäude oder Topografieelemente. Und also da hat man dann eigentlich eine sehr detaillierte Darstellung von der Stadt Karlsruhe. Außerdem bieten wir aktuelle und historische Luftbilder an. Die Stadt Karlsruhe wird in der Regel alle 2 Jahre beflogen. Und diese Luftbilder, die bieten wir dann eben auch im Stadtplan oder beziehungsweise im Geoportal allgemein an. Und da Karlsruhe ja sehr viel aus Baustellen besteht, ändert sich da natürlich auch immer wahnsinnig viel. Und es ist immer wieder interessanter, die Luftbilder anzuschauen und miteinander zu vergleichen. Außerdem hat unsere Kartografieabteilung den amtlichen Stadtplan im Angebot, den wir da als Rasterdaten anbieten. Und es gibt ein paar historische Stadtpläne, wo man dann auch so ein bisschen die Entwicklung von Karlsruhe sich angucken kann in verschiedenen Jahrgängen. Für die Web-App und die Karten nutzen wir die neueste Internettechnologie, um das Ganze optimal auf allen Geräten und Displaygrößen darzustellen. Das sind zum einen die Karten, die mit sogenannten Vektor-Tiles erstellt worden sind. Also es sind keine Rasterdaten, sondern Vektordaten, die dann vom jeweiligen Gerät gerendert werden. Und so haben wir die Möglichkeit, eine gestochen scharfe Darstellung zu erreichen, was sich vor allem bei den Texten sehr positiv auf hochauflösende Displays auswirkt. Und die Anwendung an sich ist in Form einer Web-App entwickelt. Das heißt, da wird dann eben das Responsive Web Design eingesetzt, um die Anwendung oder die Benutzeroberfläche auf die verschiedenen Displaygrößen automatisch anzupassen. So hat man dann eben nur einen Link und kann das aber auf allen Geräten verwenden. Ein großes Highlight ist unser Routenplaner, mit dem man die aktuellen Bus- und Bahnverbindungen abfragen kann, sowie eine Routenplanung für Fahrrad-, Fußgänger- und Autofahrer mit Wegbeschreibung ausgeben kann. Das zeige ich dann später noch in der Live-Präsentation der Anwendung. Dann beim BürgerGIS ist, wie gesagt, eine Erweiterung der Stadtplananwendung mit einer umfangreicheren Benutzeroberfläche und weiteren Funktionen und Inhalten. So ist es zum Beispiel möglich, dass man über einen Themenbaum die Themen im Kartenbild individuell festlegen kann und so sein Kartenbild eben selbst gestalten kann und nicht unsere vorgefertigten Karten verwenden muss. Außerdem gibt es, wie gesagt, zahlreiche Fachpläne, wie zum Beispiel Baulandflächen oder Lärmkarten, das Fernwärmeleitungsnetz, Hochwassergefahrenkarte, Baumkataste, Schutzgebiete. Also da sieht man, glaube ich, auch schon die Vielfalt der verschiedenen Geodaten, die wir auch in den einzelnen Ämtern dann immer zusammen sammeln. Also wir sind da als Liegenschaftsamt auch so eine Art Datendrehscheibe. Wir holen die Daten von den Ämtern und stellen sie dann über das Internet oder auch im internen Bereich den Menschen zur Verfügung. Außerdem gibt es weitere Funktionalitäten, wie zum Beispiel Messen- und Zeichnen-Werkzeuge, mit denen man dann einfache Skizzen der Karte erstellen kann. Außerdem ist es möglich, Links zu erstellen, die man dann teilen kann. Und es gibt technische Informationen, wie unsere Karten auch in externe Webseiten eingebunden werden können oder wie spezielle Kartenaufrufe erstellt werden können. Außerdem gibt es auch noch eine ausführliche Hilfe zur Bedienung und den ganzen Menüs auf der Startseite von BürgerGIS. So, an dieser Stelle würde ich mal kurz in die Live-Präsentation gehen. Ich öffne dazu einfach meinen Browser. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie da hinkommen können. Sie können entweder auf karlsruhe.de gehen, um die Startseite von der Stadt Karlsruhe zu öffnen. Dann gibt es hier die lasche E-Service, die man aufklappen kann. Und dann ist hier der Stadtplan hinterlegt. Wenn Ihnen das zu lange dauert, können Sie aber auch einfach stadtplan.karlsruhe.de eingeben. Und wenn man es richtig schreibt, dann kommt man natürlich auch an die richtige Anwendung. Und dann wird die Anwendung geladen. Und die Benutzeroberfläche öffnet sich zuerst mit einem kleinen Startbildschirm, wo nochmal kurz beschrieben ist, was man auf dem Stadtplan Karlsruhe machen kann. Und wenn das nicht genug ist, dann hat man eben auch die Möglichkeit, hier direkt die BürgerGIS-Anwendung auszuwählen oder auch weiter unten noch die ganzen anderen Anwendungen, die wir eben anbieten. So sieht der Stadtplan aus oder beziehungsweise die Web-App-Stadtplan. Wir haben auf der linken Seite die Menübox, wo die einzelnen Menüs hinterlegt sind, die wir hier oben dann über die Symbole auswählen kann. Die Menüs sind sogenannte Widgets und jedes Widget hat dann eben eine bestimmte Funktionalität, die man da an der Stelle aufrufen kann.
Und hier oben gibt es dann noch eine Suchleiste, wo man dann eben sowohl die interessanten Orte als auch Adressen und Flurstücke suchen kann. Auf der Themenseite hat man die Möglichkeit, jetzt verschiedene Karten auszuwählen. Da werden dann sozusagen vorgefertigte Karten von uns geöffnet und dann die jeweiligen Themen eingeblendet mit solchen Symbolen, die dann in der Karte erscheinen. Und diese Symbole kann man dann eben auch anklicken und bekommt dann viele weitere Informationen zu dem jeweiligen Ort. Zum Beispiel hier haben wir jetzt Informationen zur Hans-Thoma-Schule, wo dann eben verschiedene Informationen hinterlegt sind. Und eben auch, was ich natürlich ziemlich praktisch finde, die nächstgelegenen Haltestellen, die man hier direkt sehen kann. Und auch die dort abfahrenden Linien. Sowie die Möglichkeit, hier über den Klick auf Live direkt in die KVV Live auf den Abfahrtsmonitor zu kommen, wo man dann eben direkt sehen kann, welche Linien dann als nächstes abfahren. Wenn man dann mit dem Auto zu dem jeweiligen Ort kommen möchte, hat man auch die Möglichkeit, hier die nächstgelegenen Parkhäuser und Tiefgaragen noch sich anzeigen zu lassen. Und ich denke, so hat man dann doch relativ umfangreiche Informationen zu jedem Ort. Und das Ganze geht aber auch für Adressen. Also ich kann jetzt hier über die Suche zum Beispiel mal unsere Adresse eingeben, Samtstraße 7a. Ich bekomme dann in dem Pop-up-Fenster ebenfalls angezeigt, was die nächstgelegenen Haltestellen sind. Also wenn Sie in Karlsruhe wohnen, können Sie dann auch von Ihrer Adresse aus direkt die nächstgelegenen Haltestellen finden. Dann haben Sie jetzt sicher schon gesehen, dass jetzt auf jeder Maßstabstufe mehr detaillierte Informationen dazukommen. Ich bin jetzt hier schon in einem Bereich, wo die Gebäude, Grundrisse sichtbar sind. Und wenn ich noch weiter reingehe, dann sieht man auch noch die Hausnummern und topografische Objekte und auch Bäume. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, über die Hintergrundkarten, über das Hintergrundkartenmenü auch die Karte wieder umzustellen auf die farbige Karte. Dann sieht man vielleicht das Ganze noch ein bisschen besser. Genau, hier gibt es noch das Legenden-Widget, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Da kann man dann eben auch die Objekte nochmal in der Zeichenerklärung sich ausgeben lassen und kann dann eben auch, wenn man es jetzt nicht auf den ersten Blick direkt erkennt, was das Symbol bedeutet, dann hier nochmal nachschauen. Dann habe ich vorhin die Luftbilder erwähnt, die man hier an der Stelle auswählen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel auf die Luftbilder von 2022, das sind die aktuellsten, die wir haben, umschalten und bekomme dann eben die aktuellen Luftbilder in der Karte angezeigt. Und jetzt bin ich hier gerade am Marktplatz schon an einem Ort, wo sich in den letzten Jahren extrem viel getan hat. Und wenn man das Ganze dann mal hin und her schaltet, zum Beispiel wie es 2015 ausgesehen hat, dann sieht man, dass eben hier eine riesige Baustelle war. Und vielleicht kann sich der eine oder andere gar nicht mehr erinnern, aber 2011 sind hier sogar noch die Bahnen gefahren. Und ja, wie Sie sehen, kann man da relativ schnell zwischen den einzelnen Jahren durchwechseln und kann dann immer gucken, wie sich das Ganze dann so entwickelt hat, was ich eigentlich doch relativ spannend finde. Und das Ganze stellen wir bereit als gecachten Dienst. Das heißt, wenn Sie die Daten einmal geöffnet hatten, dann bleibt es in dem Browser-Cache und beim nächsten Mal wird es nicht nochmal neu geladen, sondern es ist ja quasi direkt das Kartenbild steht zur Verfügung. Dann gehe ich zum nächsten Widget, das ist die Umkreissuche. Da kann man sich dann irgendwo in der Stadt verorten, indem man eine Adresse eingibt oder hier einfach den Marker an eine Position setzt. Und dann wird so eine Umkreissuche über die Objekte, die sich jetzt hier im 100 Meter Abstand befinden, ausgeführt. Und da kann man dann eben auch nochmal schön sehen, welche Orte jetzt gerade in der aktuellen Umgebung vorhanden sind. Und kann dann auch hier sich durchklicken und wieder das Pop-up-Fenster anzeigen. Und hier mit diesem Quadrat wird dann dargestellt, an welcher Stelle sich dieses Objekt befindet. Dann komme ich zum angesprochenen Routenplaner. Das ist eine Entwicklung von einem Informatikstudent, der seine Abschlussarbeit bei uns gemacht hat. Und ich bin wirklich absolut begeistert, wie er das Ganze gemacht hat. Der Routenplaner nutzt Open-Source-Dienste. Zum einen die Triage-Schnittstelle, die vom Karlsruher Verkehrsverbund oder von Verkehrsverbünden allgemein bereitgestellt wird. Und den Open Route Service, das ist ein Routendienst, der auf OpenStreetMap-Daten basiert, der von der Uni Heidelberg bereitgestellt wird. Und das beides kombiniert in einem Widget, wo man natürlich dann sehr viele Möglichkeiten hat, sich verschiedene Routen ausgeben zu lassen. Ich habe jetzt hier zum einen die Möglichkeit, einen Text einzugeben, also eine Adresse zum Beispiel,
Oder ich kann aber auch einfach in die Karte klicken und sagen, als Startort übernehmen. Und jetzt möchte ich zum Beispiel zum Karlsruher Hauptbahnhof von Straße 7. Kann dann hier den Karlsruher Hauptbahnhof auswählen, klicke einmal auf Suchen und dann werden mir die nächsten Verbindungen angezeigt. Dann kann ich diese Verbindung auswählen und ich sehe jetzt in der Karte den Weg, den ich gehen muss und auch den Weg, der dann die Bahn, den die Bahn fährt. Und ich kann sehen, was das Ziel von der Bahn ist. Ich kann dann hier auch nochmal weiter aufklappen, kann die einzelnen Haltestellen sehen. Und was natürlich besonders praktisch ist, dass man auch die Verspätungszeiten direkt hier sehen kann. Also dass quasi eine Live-Information ist von dem aktuellen Fahrplan. Und da kann ich dann eben mir verschiedene Verbindungen aussuchen. Und das wird dann auch dementsprechend unterschiedlich farbig dargestellt. Zum Beispiel eine Tramverbindung wird dann mit so einer roten Farbe dargestellt. Und das Ganze kann ich eben nicht nur aktuell machen, sondern auch in beliebiger Zukunft. Dann halt ohne Live-Information natürlich, aber so kann ich dann eben auch meine Route planen, wenn ich jetzt am nächsten Tag erst die Route fahren möchte. Ich habe hier die Möglichkeit zu wechseln zwischen den einzelnen Routing-Arten. Ich kann jetzt zum Beispiel auch das Fahrrad auswählen. Dann klicke ich hier auf Suchen und an der Stelle wird jetzt der Dienst vom Open Route Service verwendet. Und der Open Route Service, der verwendet eben dann auch die OpenStreetMap-Daten. Und die ganzen Wegbeschreibungen, die kommen jetzt aus dem Open Route Service und können dann zur Navigation genutzt werden. Und was ich auch sehr schön gelöst finde, ist, dass man hier eben die verschiedenen Routen dann auch in der Karte sehen kann und auch miteinander vergleichen. Hier auf der rechten Seite gibt es so ein kleines Fensterchen, wo man dann auch die Routen verschiedenfarbig darstellen kann. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte das Fahrrad hier transparent schalten und die Straßenbahnroute wird in der Vollfarbe. Oder ich kann auch einzelne Routenarten ausschalten und dann zum Beispiel das Fahrrad wieder in der vollen Farbe darstellen. Und das Gleiche habe ich dann eben auch für Fußgänger und Autos. Und das wird dann jeweils anders dargestellt von der Signatur her, dass man das eben dann auch gut unterscheiden kann. Und hier sieht man dann eben auch sehr schön, wie unterschiedliche Wege dabei rauskommen mit den jeweiligen Routing-Typen. Genau, das wären so die Grundfunktionalitäten vom Stadtplan. Dann würde ich noch kurz ins Bürgerliches wechseln. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über die Startseite hier den Link aufzurufen, können aber auch hier unten über das Menü unsere einzelnen Anwendungen nochmal aufrufen. Unter nützliche Links sind die alle hinterlegt und können dann direkt in die Bürgerliches-Anwendung wechseln. Und wenn Sie jetzt die Anwendung mit dem Stadtplan vergleichen, dann müssen Sie schon sehr genau hinschauen, dass Ihnen auffällt, was da jetzt anders ist. Ist erstmal vom Erscheinungsbild her nämlich ähnlich. Und ja, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, statt vorgefertigte Karten auszuwählen, über einen Themenbaum die einzelnen Orte auszuwählen. Da kann ich jetzt zum Beispiel eine ganze Gruppe auswählen und bekomme dann alle Orte, die sich in der Gruppe befinden, angezeigt. Aber ich kann jetzt auch hier die Gruppe aufklappen und dann auch einzelne Themen ein- oder ausschalten. Zum Beispiel als kleiner Tipp, wenn Sie STRG und Mausklick machen gleichzeitig, dann können Sie alle Layer ein- und ausschalten. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel nur die Theater sehen möchten, dann klicken Sie einfach hier die Theater an und dann haben Sie da eigentlich eine sehr schöne Übersicht, wo sich dann die Theater in Karlsruhe befinden. Und der weitere Vorteil von diesem Themenbaum, Sie können jetzt zum Beispiel auch sagen, zu den Theatern möchte ich auch gerne jetzt den öffentlichen Nahverkehr einblenden. Und dann haben Sie jetzt zum Beispiel noch das Straßenbahnnetz und alle Haltestellen, die Sie hier gleichzeitig mit anzeigen können. Das ist dann über die Stadtplananwendung nicht möglich, Orte aus einzelnen Themenbereichen auszuwählen. Und von daher ist das für die erfahrenen Anwenderinnen und Anwender natürlich eine schönere Anwendung. Dann unter diesem Widget verstecken sich die Fachpläne. Hier können Sie dann eben die einzelnen Informationen, die ich vorhin schon erwähnt hatte, wie zum Beispiel das Baumkataster, öffnen. Das ist jetzt ein Datenbestand vom Gartenbauamt. Da muss man natürlich weiter reinzoomen, weil es macht keinen Sinn, das auf einer Übersichtskarte darzustellen. Und da können Sie dann wirklich auch die einzelnen Bäume auswählen und erfahren dann zum Beispiel, um was für einen Baum sich das hier an der Stelle handelt. Oder was auch interessant ist, sind die verschiedenen Lärmkarten.
zum Beispiel für Gesamtverkehr oder für Straßenbahnlärm. Und die können Sie dann eben hier auch auswählen und sich dann anzeigen lassen. Und da können Sie dann schön die Lärmausbreitung sehen. Also auch hier haben wir wieder sehr viele verschiedene Fachpläne im Angebot. Können Sie sich auch gerne dann im Nachgang mal einzeln anschauen. Und es wird eigentlich jedes Jahr immer mehr, was noch dazu kommt. Und von daher ja, gibt es auch immer wieder Neuigkeiten im Geoportal. Dann die restlichen Widgets auf dieser Seite sind gleich. Und hier gibt es jetzt aber noch einen zweiten Punkt, den man auswählen kann, um zur nächsten Widget-Auswahl zu kommen. Und hier gibt es zum Beispiel noch verschiedene Lesezeichen, die man auswählen kann, um zum Beispiel in bestimmte Stadtteile direkt zu springen. Das ist dann im Prinzip die räumliche Ausdehnung, die an der Stelle hinterlegt ist. Man kann aber auch eigene Lesezeichen hinzufügen und so zum Beispiel den aktuellen Kartenausschnitt dann auch als Lesezeichen speichern. Ich gehe mal gerade noch mal kurz zurück auf die Startansicht. Dann auf dieser, in diesem Widget haben Sie die Möglichkeit, Messungen vorzunehmen. Zum einen können Sie Flächen in der Karte messen, indem Sie einfach dann eine Fläche abklicken und dann hier die Quadratmeteranzahl sich ausgeben lassen können. Oder Sie können auch Strecken und Streckenabschnitte messen und dann auch einfach in der Karte die jeweilige Strecke abklicken und sehen Sie dann das Messergebnis hier direkt auf der linken Seite. Dann unter diesem Widget verstecken sich verschiedene Zeichnenwerkzeuge, wo man dann eben relativ einfache Skizzen der Karte erstellen kann und so zum Beispiel dann auch irgendwelche kleinen Notizen in die Karte setzen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Marker reinsetzen und verschiedene Symbole dafür auswählen. Oder ich kann Linien zeichnen. Also alles, was man sich so vorstellen kann an einfachen Grafikfunktionalitäten, kann man dann hier einfügen. Und auch kleine Texte. Ich gebe einen Text ein, klicke einmal in die Karte und dann wird hier der Text in der Karte angezeigt. Dann gibt es hier noch das Freigeben-Menü. Da kann man dann eben verschiedene Links erstellen. Hier unter Link-Optionen gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Und ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, hier unten diesen Link zu verwenden und dann eben auch zu verschicken. Da würde jetzt zum Beispiel der Extent mitgegeben werden, also die aktuelle räumliche Ausdehnung. Und wenn Sie andere Punkte auswählen, zum Beispiel auf die Karte klicken, um den Mittelpunkt der Karte mit Maßstab festzulegen, dann kann ich jetzt eben auch die Center-Koordinate mitgeben und den Maßstab. Und Sie sehen, wenn ich die Karte verändere, dann ändert sich hier unten auch die URL, die dabei entsteht. Und was auch eine sehr coole Sache ist, ich kann hier die ganzen Features abfragen, die ich in der Karte habe. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme mal den Layer Gastronomie und wähle da den Namen, die Spalte Name aus und kann jetzt hier zum Beispiel ein Gastronomieobjekt mir hernehmen und dann wird es hier eine URL erzeugt, mit dem ich dann diesen Link öffnen kann und es wird gleichzeitig dann eben das Objekt in der Karte angezeigt. Also es zoomt da quasi hin, der Layer wird eingeblendet und auch das Pop-up-Fenster ist direkt sichtbar. Also auch eine sehr praktische Funktionalität. Und da wir hier ja in einer technischen Runde sind, gehe ich auch nochmal kurz auf das letzte Widget ein. Hier sind die ganzen technischen Hinweise zu der Anwendung und zum Geoportal und hier unter spezielle Links können Sie nochmal nachlesen, wie Sie solche Links erstellen können mit diesen URL-Parametern oder auch wie man unsere Anwendung als Kartenfenster über einen iFrame einbindet in externe Webseiten oder auch wie Sie unsere oder beziehungsweise die ArcGIS-API für JavaScript verwenden können, um unsere Karten- oder Geoportal-Dienste über die API zu nutzen. So, dann springe ich wieder zurück in die Präsentation. Hier nochmal kurz die Seite zum Routenplaner. Also wie gesagt, es war eine Abschlussarbeit vom Informatikstudent und es werden die Open-Source-Daten von der Trier-Schnittstelle und von der Open-Route-Service-Schnittstelle verwendet.
Und es werden dann beim ÖPNV-Routing die nächsten Verbindungen von Bus und Bahn inklusive Live-Informationen zu Verspätungen angezeigt. Und beim Routing für Fahrrad, Fußgänger und Autoverkehr wird die kürzeste Strecke ermittelt und die Wegbeschreibung auf Basis von OpenStreetMap-Daten angezeigt. Die Route wird auch, wie Sie gesehen haben, in der Karte angezeigt. Und die Nutzung von den Schnittstellen ist kostenlos, was sicher eine interessante Information für Sie ist. Aber es ist jeweils ein eigener API-Key notwendig, um die Daten nutzen zu dürfen. Aber da fragt man einfach an den jeweiligen Stellen an und die sind auch bereit, diesen API-Key kostenlos bereitzustellen. Dann würde ich noch kurz auf die technische Umsetzung eingehen. Also wir haben einen Stadtplan-Host als Blech sozusagen, auf dem mehrere virtuelle Server laufen. Und das Ganze läuft in der demilitarisierten Zone oder kurz DMZ ab. Das heißt, es ist abgeschottet vom städtischen Intranet durch Firewalls, sowohl nach außen zum Internet als auch nach innen zum Intranet, was natürlich Sicherheitsgründe hat. Der Datentransfer, also zur Aktualisierung von POIs zum Beispiel, ist durch freigeschaltete Ports möglich, aber auch nur von innen nach außen. Also man kann nicht von dem Stadtplan-Server ins Intranet reingreifen, sondern bloß in eine Richtung Datentransfer durchführen. Und dafür nutzen wir hauptsächlich das Softwareprodukt FME von der Firma Safe, mit dem wir dann auch geplante Tasks einrichten können, um zum Beispiel wöchentlich dann bestimmte Daten zu aktualisieren. Unsere Anwendungen sind durch die ArcGIS-Softwareprodukte von der Firma Esri umgesetzt. Esri ist eigentlich der Weltmarktführer in dem Bereich GIS. Und da verwenden wir zum einen den ArcGIS-Server zur Erstellung von den Kartendiensten. Wir verwenden ArcGIS Pro zur Erstellung von den Vektorteils für die Hintergrundkarten. Und das Ganze wird dann im Portal for ArcGIS als Content-Management-System administriert. Und da kann man dann quasi die einzelnen Dienste dann aufrufen und zu sogenannten Webmaps zusammenfügen. Also das, was ich vorhin aufgerufen habe, zum Beispiel die Schulen, das ist dann immer eine jeweilige Webmap, wo das dann konfiguriert wird. Außerdem wird die Software ArcGIS Web App Builder zur Erstellung von Anwendungen und Konfiguration der Widgets verwendet. Da gibt es auch eine neue Entwicklung mit dem ArcGIS Experience Builder, der dann zukünftig wahrscheinlich auch vermehrt zum Einsatz kommen wird, der auf der neuen JavaScript API basiert. Und wie vorhin erwähnt, die ArcGIS Story Maps mit der neuen Art der Kartenpräsentation, um die Story Maps zu erstellen. Es gibt zwar viele Out-of-the-Box-Anwendungen und Oberflächen, aber ich habe mit eigenen Designs über CSS und teilweise auch JavaScript-User-Skripten die Anwendung dann an bestimmten Stellen optimiert und so dann so ein bisschen einen eigenen Stil mitgegeben. Außerdem verwenden wir nicht nur die Esri-Widgets, sondern auch Widgets aus der Community. Und wie Sie gesehen haben, ist es auch möglich, eigene Widgets zu entwickeln. Dann komme ich zur REST-Schnittstelle. Das ist die technische Schnittstelle des ArcGIS-Servers. Und das Grundprinzip von allen Anfragen läuft durch Abfragen auf die REST-Schnittstelle mit URL-Queries. Und so werden die ganzen Anfragen auf Karten, Geodaten oder auch SUSE-Strings ausgeführt und dann eben über die REST-Schnittstelle zurückgeliefert. Zum einen sind es dann Kartengrafiken, also wirklich PNG- oder JPEG-Dateien. Oder aber auch maschinenlesbarer Code, wie zum Beispiel GeoJSON oder HTML, was man dann zurückgeliefert bekommt. Ein paar Beispiele für Anfragen. Zum Beispiel, also wahrscheinlich so die übliche, ich möchte ein Kartenbild für einen bestimmten räumlichen Bereich in einer bestimmten Zoom-Stufe anzeigen. Da wird dann eine Abfrage auf die REST-Stelle durchgeführt. Oder ich möchte die Objekte eines bestimmten Layers in einem bestimmten räumlichen Bereich in der Karte anzeigen. Auch da wird eine URL-Query abgesetzt. Oder ich möchte die Adressen ausgeben, die in einem bestimmten Suchstring enthalten. Oder ich möchte die Inhalte von einem Attribut eines bestimmten Objekts ausgeben. Das sind also Beispiele für Anfragen, die über die REST-Schnittstelle dann laufen. Dann das, was ich vorhin kurz gezeigt habe in der Teilenfunktion, sind die URL-Parameter, über die man dann eben auch als User verschiedene Abfragen mitgeben kann, um zum Beispiel bestimmte Webmaps, Layer oder einzelne Objekte abzufragen. Und außerdem kann man dann auch definieren, in welcher Oberfläche, also in welcher Web-App die Inhalte angezeigt werden. Beispiele für Abfragen: zeige die aktuellen Luftbilder in der reduzierten Benutzeroberfläche des Stadtplans.
Das fängt immer mit https://geoportal-karlsruhe.de an. Und nach dem Slash kommt dann die Anwendung, in der es geladen wird. Also in dem Fall ist es jetzt die reduzierte Oberfläche Stadtplan Mini. Und mit dem URL-Parameter Webmap und der Webmap-ID kann ich jetzt die Karte mitgeben, die da mit angezeigt werden soll. Oder eine weitere Abfrage, zeige den Layer Hochschulen und Universitäten in der Bürgerges-Web-App an. Auch hier wird das gleiche Prinzip. Wir haben erstmal geoportal-karlsruhe.de. Dann haben wir die Web-App Bürgerges, die aufgerufen wird. Und mit dem Show Layers-Parameter gebe ich die ID von den Layern mit, die angezeigt werden sollen. Das ist zum einen der Gruppenlayer. Das ist hier der vordere Teil bis zum Strichpunkt. Und der Layer, wo dann eben die Hochschulen und Universitäten drin sind, der hat dann hinten einen Unterstrich und eine Layer-ID, in dem Fall jetzt die 0. Und so kann ich dann eben auch einzelne Layer in der Web-App anzeigen lassen. Oder ich kann auch einzelne POI-Objekte anzeigen, also das, was ich vorhin kurz als Beispiel gezeigt habe, zum Beispiel das Objekt Liegenschaftsamt. In der reduzierten Oberfläche mit Routenplane, da habe ich auch nochmal eine eigene Oberfläche gemacht. Und die wird dann aufgerufen über Stadtplan-CMS. Und hier ist dann der URL-Parameter Query im Spiel, der dann auf den Kartendienst mit den Behörden öffentlichen Einrichtungen geht und über die Spalte Name-ID das Objekt Liegenschaftsamt aufruft und so dann eben dieses Einzelobjekt in der Karte anzeigt. Und diese ganzen Aufrufe, die sind jetzt auch nach dem Relaunch von karlsruhe.de, der im Juli 2022 stattgefunden hat, in das städtische Online-Angebot integriert. Da eben dann auch festgestellt wurde, was das Geoportal für einen Mehrwert für die karlsruhe.de-Seite bietet. Zum Beispiel wird auf vielen Seiten die Anzeige vom Standort von Ämtern und Dienststellen in so einem kleinen Kartenfenster angezeigt, was man hier auf der rechten Seite sieht. Da wird dann eben Marker mitgegeben. Und wenn man auf die Karte draufklickt, dann wird eine große Kartenansicht geöffnet, wo dann direkt der Routenplaner aktiv ist, sodass man dann eben auch sich direkt die nächste Verbindung zum Beispiel raussuchen kann, um zu dem Ort zu gelangen. Außerdem ist auf verschiedenen Inhaltsseiten sind Themenkarten hinterlegt, wo bestimmte POIs enthalten sind, zum Beispiel Sportvereine, Feuerwehrstandorte, Stadtbibliotheken oder Urban Gardening. Ich denke, an der Liste sieht man auch schon ganz gut, wie vielfältig unsere POIs sind und was wir da alles mit abdecken. Und die REST-Schnittstelle wird verwendet, um Umgebungsinformationen abzufragen. Also das, was ich vorhin im Pop-up-Fenster kurz gezeigt habe, die nächstgelegenen Haltestellen und Parkhäuser, die sind in einer eigenen Spalte gespeichert und können deshalb auch über die REST-Schnittstelle extra abgefragt werden und sozusagen in der karlsruhe.de-Seite dann als HTML-Code angezeigt werden. Und außerdem wurde damit auch die Suche nach Schulen realisiert. Und es gibt seit einigen Monaten die Karlsruhe-App. Vielleicht hat das auch der eine oder andere schon gehört oder auch installiert. Da gibt es verschiedene Add-ins, die wir auch mit anbieten. Da haben wir zum einen Karlsruhe barrierefrei drin, den Stadtplan für heiße Tage und auch unsere KAG-App, die man als Add-in dann hinzufügen kann. Und an der Stelle würde ich dann an meinen Kollegen Tobias Veit übergeben. Vielen Dank. Dankeschön. So, hallo auch von mir in die Runde. Hört man mich? Jawohl. Bildschirm sieht man auch. Ja, PowerPoint, noch nicht im Präsentieren. Genau, PowerPoint, so. Wenn Sie das starten würden, passt. Okay. Genau, da die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist, versuche ich relativ flott hier durchzugehen. Es basiert jetzt so auf dem eigentlich, was der Herr Albert gerade erzählt hat. Genau, zusätzlich zu unserem Geoportal Karlsruhe war die Idee auch noch, das Ganze in den App Store zu bringen. Das Ganze wurde so kombiniert mit einer Abschlussarbeit, mit einer Masterthesis. Das Ganze habe ich dann entwickelt. Also es war meine Abschlussarbeit an der TU Dresden. Und die App ist quasi für die Stadt Karlsruhe, fürs Liegenschaftsamt dann entstanden, wo ich dann auch quasi dann danach untergekommen bin. Die Stadt Karlsruhe hat natürlich die relativ pragmatische Anforderung gehabt, wie gesagt, das Geoportal auch in die App-Stores zu bringen, möglichst auf Apple- und Android-Geräte und das Ganze lizenzkostenfrei.
An der TU Dresden gab es natürlich den wissenschaftlichen Hintergrund von der Geo-App, wo es dann so ein bisschen um personalisierte Informationsübermittlung in der mobilen Kartografie ging. Genau. Hier sieht man auch so ein bisschen den Zeitraum. Also es hat rund 2 Jahre gedauert, das zu entwickeln, da ich es nur alleine gemacht habe. Und wir hatten es im ersten Vortrag heute schon gehört, wenn man mit in der Wissenschaft unterwegs ist, ist man jetzt nicht unbedingt der Entwickler schlechthin. Das heißt, ich musste mich auch in das Thema App-Entwicklung komplett neu reindenken. Genau, vielleicht ganz kurz zum Konzept, wie das Ganze in der Masterarbeit aufgebaut war. Im Endeffekt ging es darum, dass wir als Stadt, der Herr Albert hat es ja schon erklärt, Daten erheben, die aufbereiten und das Ganze sollte dann in der mobilen App dargestellt werden und dann sollte der Nutzer noch die Möglichkeit haben, diese Informationen, die er in der App hat, zu personalisieren und auch möglichst seinen eigenen Kontext noch mit reinzubringen in das ganze Thema. Zusätzlich noch eine Rückmeldung dann an uns wieder und ja, so ein quasi so ein Hin und Her, um die App immer wieder zu verbessern. Vom Prinzip her waren ursprünglich relativ viele Funktionen, die vor allem in wissenschaftliche Hintergründe hatten, in der App noch integriert. Aber je mehr Funktionen so eine App hat, desto schwieriger wird es natürlich auch in der Wartung. Und deswegen haben wir uns dann als Stadt Karlsruhe schlussendlich dazu entschieden, das relativ schlank zu halten. Also wir haben dann doch viele Funktionen gestrichen, die dann in der Masterarbeit noch einen relativ großen Fokus hatten. Vom Prinzip her entwickelt habe ich das Ganze in Visual Studio, dort mit Xamarin heißt das Ganze. Vom Prinzip her kann man mit Xamarin einen Code schreiben und den auf die unterschiedlichen Plattformen dann übertragen. Also ein Code, mehrere Plattformen. Was sich so schön anhört, hat sich natürlich in der Praxis als nicht so schön herausgestellt. Es war dann doch relativ viel Spezialanpassung für jede Entwicklungsumgebung oder für jede ja, für jede Plattform dann nötig. Also das hat mir dann gar nicht so viel gebracht, hier auf diese universelle Sprache zurückzugreifen. Und zuerst habe ich mir eine native Implementierung angeschaut. Das heißt, das Ganze relativ nah am Gerät zu entwickeln. Nachteil wäre halt, dass ich die ganzen Karten alles und die Widgets alles selber programmieren müsste. Das wäre in dem Umfang nicht möglich gewesen, einfach zeittechnisch. Deswegen haben wir den Ansatz verworfen und ich bin dann bei einer hybriden Implementierung geblieben, die trotzdem noch den Vorteil hat, dass man das Ganze als App in den Stores hat. Aber im Endeffekt binden wir über ein Webview dann die Web-Apps, die der Herr Albert zur Verfügung stellt, in einem versteckten Browserfenster in der App ein, was auch relativ gängig ist, soweit ich das einschätzen kann bei vielen Apps. Vorteil ist halt auch, dass man hier keine Anpassungen machen muss, da das alles dann zentral über die Web-Apps läuft. Genau, hier nochmal ein kurzer Überblick. Wie gesagt, relativ schlank gehalten. Es soll ein übersichtliches Hauptmenü geben, wo sich der User ein bisschen gezielter noch zurechtfindet, als jetzt auf der karlsruhe.de-Seite und dann in die Themen reinspringen kann direkt und das alles ja, relativ schlank dann auch gestaltet. Genau, trotzdem sollte bei der ganzen Entwicklung auch, wenn möglich, ein paar Schnittstellen vom Smartphone genutzt werden. Das ist zum Beispiel die Standortfunktion, die funktioniert auch trotz WebView. Also übers WebView kann man trotzdem die Standortinformationen vom Gerät abrufen. Und es gibt noch eine Teilenfunktion im Gerät, in der App zusätzlich noch. Hier sieht man nochmal, wo man das Ganze findet. Natürlich in den Stores direkt, aber auch auf karlsruhe.de. Da hat der Herr Albert auch schon gezeigt. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Und dann würde ich jetzt ganz kurz noch live in die App vielleicht reingehen. Jetzt hatte ich es vorhin beim Markus Albert, war so ein bisschen das Problem, dass es so ein bisschen geruckelt hat. Jetzt schauen wir mal, ob man das hier sehen kann. Sieht man diesen Emulator, den ich hier gerade habe am Bildschirm? Ja. Jawohl. Genau, da ist die Geo-App drauf. Die mache ich jetzt einfach mal auf. Und dann ist es, wie gesagt, alles sollte relativ fix da sein. Das ganze Geoportal komprimiert auf so ein Menü, was man hier aufklappen kann mit den unterschiedlichen Themen, die wir gerade eben schon gesehen haben. Und da kann ich jetzt zum Beispiel in die Karte Kultur und Tourismus reingehen und kann jetzt hier
mir die Informationen anzeigen. Und ich kann, um das noch zu zeigen, um eine Schnittstelle, die ich jetzt hier integriert habe, noch zu zeigen, ich kann hier auf die Smartphone-Kontakte zugreifen. Hier wird dann WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, was weiß ich, wird hier alles auftauchen. Und ich kann diese POIs, die ich hier angeklickt habe, zum Beispiel meinen Freunden schicken, um mich zu verabreden. Die können das dann aufmachen. Entweder sie haben die App auch installiert oder sie gehen dann halt direkt über den Browser und bekommen hier diesen Kartenausschnitt geteilt. Das im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, wer will, kann sich die App gerne runterladen. Ich würde mich freuen. Und auch über Bewertungen natürlich immer. Da sieht es noch ein bisschen spärlich aus. Aber genau, so im Kurzdurchlauf zur KAGEO-App. Vielen Dank. Ist schon runtergeladen und ich habe auch parallel auch getestet, im Vergleich auch zu dem Browser, um festzustellen, wie performant das Ganze so weiter ist. Wir haben ja jetzt noch einen Vortrag, oder? Von der Stadt Karlsruhe, ist das korrekt? Ja. Das heißt, okay, Sie haben jetzt den zweiten Vortrag gerade gemacht. Kurz an alle die Frage, sollen wir jetzt die Fragerunde machen oder noch den Vortrag, den dritten Vortrag kurz mal vorziehen? Weil mag sein, dass jemand schon um 8 oder kurz nach 8 vielleicht gehen müsste. Das wäre ein bisschen schade, wenn der letzte Vortrag jetzt sehr, sehr spät starten würde. Ich würde vorschlagen, lass uns gleich mal weitermachen und dann die Fragen rund um diese ganzen Datengeschichten zusammenzubauen, oder? Okay, ja sehr, sehr gerne. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Vortrag 3. Und zwar geht es hier um Smart City Infrastruktur, Anbindung an das Geoportal. Herr Weth wird ja weiterhin bei dem Vortrag bleiben und Herr Kleinert kommt dazu. Sie können gerne die Folien teilen, beziehungsweise was Sie uns vorzeigen wollen würden direkt. Und da freuen wir uns sehr über den Vortrag. Der Herr Kleinert wird hier auch wieder starten und ich würde mich dann einklinken. Sehr, sehr gerne. So machen wir das. Hallo von mir, Sven Kleinert. Ich bin nicht beim Liegenschaftsamt, sondern beim Amt für IT und Digitalisierung. Sorry. nee, es war auch gar nicht falsch. Es waren die beiden Kollegen, hat schon gestimmt, bloß ich bin der Dritte im Bunde. Ich würde auch die Präsentation teilen. Mhm. Genau, also bei mir geht es um die Themen hauptsächlich Smart City Infrastruktur, mache das Produktmanagement im Bereich Digitalisierung noch für, komme ich auch nachher noch kurz drauf zu, Transparenzportal, KA-Feedback, also hauptsächlich Anwendungen und Apps, die eben auch nach außen Wirkung zeigen. Also das ganze Thema Open Government und Open Data liegt eben auch bei mir in meiner Verantwortung. Mhm. Kann ich jetzt einfach meine Präsentation teilen, obwohl die andere genau. noch auf ist? Genau, Sie können direkt übernehmen, einfach mal auf Teilen klicken und die Folien oder den Desktop auswählen und direkt loslegen. Müsste schon. Jawohl, wir können es sehen. Sehe ich natürlich nichts mehr. Naja, gut. jetzt gucke ich mal, ob ich das bei mir irgendwie noch ein bisschen besser gesteuert bekomme. Sieht man das auch noch? Das Jawohl. Vollbild? Okay, ja, dann, Vollbild. Dann sehe ich, jetzt sehe ich es besser. Jetzt bin ich nämlich in dem Präsentationsmodus bei mir. Das Thema ist eben also diese Smart City Infrastruktur. Wir zeigen dann nachher auch die Verbindung eben zum Geoportal beziehungsweise zum GIS nachher. Jetzt geht es grundsätzlich mal um das Thema Sensor City bei uns. Wir haben uns entschieden, in Karlsruhe auf das LoRaWAN zu legen. Gemeinsam mit den Stadtwerken haben wir hier ein Netzwerk aufgebaut in Karlsruhe, das schon, also ich würde sagen, zumindest im Kerngebiet ziemlich flächendeckend ausgebaut ist. Wir haben da einige Gateways auf unterschiedlichen Gebäuden ausgebaut und es gibt auch einige Sensoren im Stadtgebiet, die dann Daten liefern an diese Gateways und die wiederum dann an eine Plattform, an eine IoT-Plattform, die eben bei den Stadtwerken liegt. Und über unterschiedliche Schnittstellen holen wir uns dann die Daten von dieser Plattform und binden die bei uns ein. Zum Thema LoRaWAN, ich glaube, man braucht es sich nicht merken, ich merke mir es auch nicht, Long Range Wide Area Network. Was die wichtigsten Informationen dabei sind, es handelt sich dabei einfach um eine Funktechnologie, die mit sehr geringem Energieaufwand und über große Distanzen einfach Daten übermitteln kann und das eben ohne Mobilfunk empfangen zu haben. Nachteil ist, dass es nur kleine Datenpakete sind, die darüber kommen. Deswegen ist es gerade für so Sensordaten geeignet. Also eine Live-Kamera kann man da nicht anbinden und die Daten übertragen. Aber die Vorteile liegen einfach für unsere Use Cases auf der Hand. Wir haben einen geringen Energieverbrauch
und eine sehr hohe Reichweite. Müssen eigentlich wenige Gateways in der Stadt auch ausbauen. Und es gibt keine vertraglichen Kosten. Also wie in der Vergangenheit sind halt oft immer SIM-Karten in Sensoren oder man hat manuell vor Ort ausgelesen. Und deswegen ist es die Technologie, auf die wir jetzt in dem ganzen Smart-City-Kontext einfach setzen und das wir auch weiter ausbauen in der Stadt. Grundsätzlich besteht hier auch die Möglichkeit, momentan ist es also in Anführungszeichen noch ein geschlossenes Netz, aber es besteht durchaus auch die Möglichkeit, dieses Netz für Forschung, Wissenschaft und so weiter zu nutzen. Das heißt, wir können auch Mandanten bereitstellen oder eben Zugänge bereitstellen, um dieses LoRaWAN-Netz in der Stadt zu nutzen. Hier nochmal ein Übertragungsbeispiel. Das heißt, wir haben Sensoren, das geht an die Element-Plattform und dann geht es eben weiter und so machen wir es momentan an eben so ein vom ArcGIS, das hat man vorhin schon gehört, einen Geo-Event-Server haben wir dann dazwischen geschalten. Da wird auch gleich der Tobias Veit nochmal im Detail drauf eingehen. Und dann werden die Daten visualisiert, aufbereitet in irgendeiner Form und auf dem ArcGIS-Portal dann dargestellt. Und von dort aus haben wir eben weitere Möglichkeiten für unsere Anwendungsfälle, ob das jetzt darum geht, dass es irgendwelche Benachrichtigungen sind für Grenzüberschreitungen oder eben, dass wir die Daten weitergeben an unser Transparenzportal. Hier kann ich auch nochmal einen kleinen Seitenhieb, eine Werbung machen. Wer das nicht kennt, das Transparenzportal der Stadt ist das Open Data Portal der Stadt unter anderem. Das heißt, da werden die offenen Daten aus der Stadtverwaltung bereitgestellt, die man auch dort per API-Schnittstelle abrufen kann. Unter anderem auch viele Geodaten. Also da liegen viele GeoJSON-Daten auch drin, die wir vorhin gesehen haben, gerade von den POIs. Auch haben wir mittlerweile einen großen Bereich bei Mobilitätsdaten, die da drin abgelegt sind. Und die sind eben frei verfügbar. Das heißt, gerne mal reinschauen. Man kann auch Anfragen starten darüber, wenn einem Daten fehlen oder man andere braucht noch aus der Stadt oder interessiert daran ist. Und der dritte Weg wäre noch, dass wir eben dann daraus auch mobile Anwendungen machen. Je nachdem, ob die jetzt für die Bürger nach außen sind oder eben nach innen für Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Ist so momentan der Aufbau unserer Infrastruktur und es gibt auch einige Anwendungsfälle bereits, die wir in der Stadt haben. Unter anderem sind es eben die Messung der Bodenfeuchte an Jungbäumen vom Gartenbauamt. Das heißt, zukünftig werden jetzt, wenn wir Jungbäume ausbauen und das sind so 600 Stück im Jahr, circa, die ausgebaut werden. Also wir haben ein großes Baumsterben und was natürlich auch, wie wir es ja vorhin ganz eingangs schon hatten, mit dem Klima zu tun hat. Und damit wir die zukünftig bedarfsgerecht bewässern können und nicht so viele wegsterben, werden da eben dann auch Sensoren mit verbaut, die dann eben messen einfach, wie die Bodenfeuchte ist. Das ist auch in unterschiedlichen Tiefen, also mindestens 30, 60, 90 Zentimeter. Werden das natürlich nicht bei jedem Baum machen, sondern dann pro Straßenzug die irgendwie verbauen, damit wir die Informationen haben. Weiter ist auch das Messung des Stadtklimas. Da haben wir vorhin kurz den Seitenhieb gehabt zum Stadtplan für heiße Tage, dass wir zum Beispiel dort auch die wirklichen Temperaturen an den einzelnen Orten auch angeben können. Dafür werden Temperatursensoren, das ist so ein kleines Beispiel hier, ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht, die vorhin hat man ja nicht gesehen, angebracht. Also wer ausfindet, wo das in Karlsruhe ist, kann sich mal bei mir melden. Ich habe den angebracht, vielleicht findet ihn ja einer, ein kleines Versteckspiel. Weiter sind beim Tiefbauamt zum Beispiel, werden die Pegelstände gemessen. Bisher sind da in jedem Pegelstandsmesser SIM-Karten, das kostet natürlich monatlich Geld und das wird jetzt sukzessive auch umgebaut auf LoRaWAN einfach. Also wir reißen jetzt deswegen nicht alle raus und machen neue Sensoren rein, aber wenn der ein oder andere mal nicht mehr funktioniert, werden die einfach umgebaut auf einen LoRaWAN-Sensor. Auch beim Amt für Abfallwirtschaft messen wir hier. Das sieht zwar sehr interessant aus, was hier ist. Das ist nichts anderes als ein Messstab, der hier 2 Meter reingeht und zwar in einen Komposthaufen, wo die Temperatur in dem Kompost gemessen wird, was sehr wichtig ist für den Verfall von dem Kompost, weil das regelmäßig oder täglich 2-mal überprüft werden muss, weil hierbei viele, viele Bakterien eben auch
sich entwickeln können. Deswegen muss es immer eine gewisse Temperatur haben im Inneren, so ein Komposthaufen. Und früher sieht man es hier nebendran noch, da sind die Mitarbeiter rausgelaufen, haben dann per USB-Kabel die Daten abgerufen und sind dann zurück ins Büro gelaufen. Und heute machen sie das über einen LoRaWAN-Sensor. Und ein weiterer Anwendungsfall wäre noch die Parkraumüberwachung. Da sind wir gerade so in der allerersten Pilotphase. Da geht es jetzt hauptsächlich darum, dass wir eben die Behindertenparkplätze überwachen wollen und dann eventuell auch eben im Mobilitätsportal diese Informationen bereitstellen, ob eben der Parkplatz frei ist oder nicht. Nächstes Jahr wird noch der Zoo mit dazukommen. Auch der Forst interessiert sich für erste Anwendungsfälle. Also das Thema boomt gerade mit Sensoren, LoRaWAN bei der Stadt Karlsruhe und sehr, sehr spannendes Thema für uns. Und ich glaube, jetzt habe ich eine leere Seite, warum auch immer, drin. Ah nee, die geht erst auf. Das ist die Seite vom Tobias Veit, der jetzt nochmal, ich glaube, ich habe ein bisschen Gas gegeben, jawohl, wir sind wieder einigermaßen in der Zeit, der jetzt nochmal in der Tiefe darauf eingeht, wie eben diese Verbindung ist zwischen den Stadtwerken Karlsruhe, dieser IoT-Plattform und dann eben die Daten, wie die zur Stadt Karlsruhe rüberkommen, wie das eben technisch aufgebaut ist. Tobias, ich übergebe an dich. Du sagst mir kurz Bescheid, wenn ich weiterklicken soll, bitte. Ach so, ja, ich müsste aber nochmal teilen dann gleich. Würde ich vielleicht komplett übernehmen. Ach so, kannst du auch machen, wenn du die Präsentation auch hast, dann mache ich es dazu. Jo. Falls man die Folie von gerade eben nicht sehen sollte, bitte kurz schreien, wenn nicht, mache ich einfach weiter. Wir sehen die Folie. Okay, alles klar. Genau, der Herr Klenert hat ja gerade erklärt, wo wir uns im linken Part befinden, also die Sensorik allgemein, wie die Installationen so ablaufen, Stadtwerke mit der Element-Plattform. Ich würde jetzt zum Part, der hier nach rechts geht, noch ein bisschen was sagen. Also wie die Daten dann im ArcGIS Geo-Event-Server verarbeitet werden. Das ist ein Server, der Echtzeitdaten verarbeiten kann und vor allem auch darauf spezialisiert ist, mit räumlichen Daten zu hantieren. Es gibt ja viele Echtzeitdatensysteme, die zwar Sensordaten erfassen können und in Dashboards aufbereiten können, aber wir haben natürlich mit dem Geo-Event-Server die Möglichkeit und in Kombination mit unserem Portal for ArcGIS diese Daten auch in einen räumlichen Bezug zu bringen. Das heißt, wir können auch Daten, Sensordaten nehmen und sie mit anderen städtischen Daten sehr gut kombinieren und dadurch Synergien erzeugen. Also diese räumliche Komponente bietet der ArcGIS-Server hier ganz gut. Und auch die Möglichkeit, wir haben es gerade eben schon kurz gehört, bei Schwellenwerten zum Beispiel E-Mails rauszusenden, was für Sachen wie Pegelstände interessant sein kann. Das ist aber alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Genau. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt hier die Visualisierungsmöglichkeiten. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Das Einfachste oder das, was sich am meisten anbietet, ist, das Ganze in Dashboards zu visualisieren. Sehen wir dann gleich auch nochmal. Ich würde jetzt aber nochmal ganz kurz eine Folie vielleicht zum Geo-Event-Server zeigen. So würde das Ganze in der Oberfläche aussehen. Man hat hier Inputs, man hat Outputs, die man definieren muss. Und dann über einen Input wird ein WebSocket angezogen. Man kann aber auch HTTP-Requests per Hand losschicken und die abholen. Also ist alles möglich. Wir haben uns jetzt für ein WebSocket entschieden, weil dort einfach dann nur auch das gesendet wird, was ein Sensor auch wirklich gerade sendet. Also immer nur, auch wenn auch wirklich was gemessen wird. Genau, das sieht jetzt hier relativ überschaubar aus, ist aber dann bei den verschiedenen Sensortypen, die wir gerade im Einsatz haben, doch relativ schnell recht komplex, diese ganzen Informationen dann auch zu mappen, dass man das in die Datenbank auch bringt. Da sind wir noch so ein bisschen gerade dabei, das zu vereinheitlichen und uns dann vielleicht auch irgendwann auf eine bestimmte Sensorart oder einen Sensorhersteller irgendwie zu spezialisieren, dass es ein bisschen übersichtlicher dann alles wird. So vom prinzipiellen Ablauf, wie man sich das im Geo-Event-Server vorstellen muss. Und dann würde ich auch direkt mal in ein Dashboard reinspringen. Ich hoffe, man sieht es jetzt auch. Ich bin jetzt aus der PowerPoint raus. Da
Das wäre jetzt ein Prototyp-Dashboard, wo man jetzt mal ein paar Sensoren sieht, die wir jetzt aktuell im Einsatz haben. Links unten sieht man eine Legende, was die Symbole in der Karte nochmal beschreibt. Hier sieht man auch, dass es einmal Stadt Karlsruhe-Sensoren gibt und auch Sensebox-Sensoren. Sensebox ist eine Firma, die fertige Sensormodule an Interessierte verkauft. Also der Bürger kann hingehen und sich so eine fertige Wetterstation für relativ wenig Geld kaufen und dann auch relativ einfach installieren. Die Daten aus der Sensebox werden dann in das sogenannte OpenSenseMap freigegeben. Das heißt, jeder, es ist wie so ein OpenStreetMap für Sensordaten, jeder hat dann Zugriff auf die Daten, die der Bürger freigibt. Was eine ganz interessante Sache ist, deswegen habe ich diese Sensebox-Sache, deswegen haben wir die hier auch mit im Dashboard mit drin. Genau. Ganz unten sieht man noch, in grau dargestellt sind jetzt Sensoren, die nicht mehr senden. Da sieht man jetzt hier, hier ist eine private Sensebox abgestellt worden. Wenn man hier draufklickt, sieht man dann auch, die hat zum 7.10. das letzte Mal was geschickt. Hier kann man sich dann die ganzen Messwerte auch anzeigen lassen. Unten dann noch ein Symbolbild, wie das Ganze aussieht. Genau. Und jetzt im Dashboard, was man unten sieht, ist eine Zeitreihe. Das ist jetzt die Durchschnittstemperatur über alle Sensoren, die man jetzt in der Karte sieht. Das ist auch nochmal so ein Vorteil von dem Dashboard, dass alles miteinander interagiert. Das heißt, wenn ich in der Karte zoome, passen sich sowohl die Zeitreihe hier unten an, als auch die Liste, die man rechts sieht und die einzelnen Darstellungen der Messwerte. Hier haben wir die Temperatur und den Luftdruck, weil das aktuell Werte sind, die relativ stabil laufen. Später sollen dann noch Geschichten mit der Bodenfeuchte dazukommen, aber da haben wir aktuell noch so ein bisschen Probleme mit den Sensoren. Genau, und jetzt kann ich hier hingehen und kann hier in der Karte zoomen, um mir die Informationen zu holen. Oder ich kann auch einen Sensor in der Liste anklicken, bekomme dann hier die Daten gefiltert auf diesen Sensor und auch direkt das Pop-up angezeigt mit einem kleinen Bild. Haben wir jetzt beim Herrn Kleen hat vorhin schon in der Folie gesehen, das wäre jetzt so ein Sensor an der Parkbank. Und genau so kann man sich relativ gut einen Überblick verschaffen. Das ist jetzt so ein Dashboard, was jetzt halt einfach mal zeigen soll, was haben wir denn aktuell gerade so. Da fehlen jetzt natürlich am Friedrichsplatz noch ein paar Sensoren, aber wie gesagt, da sind wir jetzt aktuell noch dran, dass wir die zu richtigen Werten überzeugen können, sozusagen. Genau, vielleicht, was ich auch noch zeigen kann, wäre hier unten, das hätte ich jetzt fast vergessen, wir können das Ganze natürlich auch mit unserer 3D-Welt kombinieren. Das heißt, man kann hier das 3D-Stadtmodell mit den Sensordaten auch verknüpfen, was das Ganze auch nochmal anschaulicher macht. Also da gibt es in 2D- und 3D-Bereichen alles, wie gesagt, mit Raumbezug ganz viele Möglichkeiten, die man da haben kann. Und als letztes vielleicht noch, wir haben das Ganze auch als mobile Version jetzt mal noch konzipiert. Kann ich vielleicht auch noch mal zeigen. Das ist jetzt noch nicht freigegeben, aber so könnte das Ganze in so einem mobilen Dashboard aussehen. Also alles so ein bisschen bildhafter dargestellt, aber grundsätzlich mit der gleichen Funktionalität. Auch hier wieder Temperatur, Luftdruck, wie viele Sensoren haben wir links oben gerade im Kartenbild dargestellt. Und die Zeitreihe über die Durchschnittstemperatur. Die ganzen Infos mit dem vielen Text kann man schön verstecken in aufklappbaren Menüs. Also ja, da kann man dann schon viel machen. So, das wäre so mal das, was aktuell der Stand ist. Wie gesagt, da ist jetzt viel in Bewegung, kommen viele Projekte noch dazu. Und man findet das Ganze auch auf karlsruhe.de, dann steht auch nochmal auf der Folie, glaube ich. Ah ne, hier habe ich es jetzt nicht drin, aber man kann einfach bei Google sensorcity.karlsruhe.de eingeben. Und dann kommt man auch nochmal, hier rechts sieht man das dann auf die einzelnen Dashboards drauf, wer da Interesse hat, sich das nochmal im Nachgang anzuschauen. Vielen Dank. Genau, hier nochmal die Kontaktinfos, falls es noch Fragen gibt, an Sven oder mich immer gerne melden, auch im Nachgang.
Vielen Dank, sehr interessant. Also beide Vorträge von Ihnen, allen dreien, vielen Dank dafür, dass Sie uns das erstmal erklärt haben und alles gezeigt haben. Jetzt wäre die Frage, ob wir kurz den Ausklang machen, damit alle Vortragenden noch was bekommen würden. Also ich würde ganz gerne noch die Fragerunde machen, weil ich habe Haufen Fragen an Sie. Wir haben aber schon ein bisschen überzogen, deswegen das offizielle Programm sollten wir vielleicht mal beenden. Der Rainer wird ein Freund, der muss noch an der Ausschreibung dementsprechend teilnehmen. Der hat noch was zu arbeiten heute, oder? Die Nacht ist noch lange. Das ist, ich hätte, wenn ich darf, eher eine Anregung bzw. einen Wunsch und vielleicht auch ein Angebot. Also wir haben ja jetzt viele Studis, die in Projekten bei uns immer irgendwelche Aufgaben zusammenstellen. Das mal jetzt als Angebot, gerade in die Richtung hier Stadt und Geodaten oder auch Klima. Wir suchen typischerweise spannende Projekte mit ein bisschen realen Bezug für die Studis, denn dann können die sich da ziemlich austoben. Und wenn ich das richtig mitbekomme, haben wir an allen Ecken ziemlich kurze Arme und können viele Sachen gar nicht umsetzen, die wir eigentlich umsetzen wollen. Da sollten wir unbedingt mal reden, weil gerade im nächsten Semester fängt bei uns der Data Science Studiengang mit einem Projektformat an. Ich glaube, wir haben genügend Daten, wo die sich austoben könnten. Das ist also das mal nur so in diese Richtung. Da sollten wir unbedingt mal gucken, was wir tun können, weil klassischerweise können wir dann mit Teams über Semester schon eine ganze Menge auch stemmen. Jetzt mal aber in die andere Richtung gedacht, wenn ich bei uns in die letzten Jahre reingucke und Studis sollten irgendwas mit Karten oder irgendwas mit Daten machen, dann haben die sich sofort natürlich nicht auf die Karlsruhe Map gestützt, sondern sofort auf Google und auf die Apple Maps. Und die haben auch nicht die SWSDKs im Einsatz. Und gibt es da auf Seite der Stadt so ein bisschen sowas wie die Best Practices? Wie kriege ich denn die Geodaten der Stadt oder gerade hier die Sensordaten auf Google Maps? Oder kriege ich die irgendwie in so eine Apple Map rein? Weil ich habe das Gefühl, das ist die SRI-Infrastruktur, das ist die SRI-Welt. Die ist aber jetzt nicht, sagen wir mal, die Lebensrealität von den Leuten, die auf Twitter zu Hause sind. Ja, die kennen dann halt von mir aus die Apple Maps oder Google Maps. Wenn es ganz hoch rauskommt, noch irgendwie beide. Und da frage ich mich immer, kriegen wir die Daten der Stadt nicht über so eine Ecke noch geschickter gepusht und vor allem kriegen wir sie leichter zugänglich gemacht, wenn wir sagen, okay, wie könnte man denn das Zeug da in diese Standardvarianten mit reinkriegen? Also ich glaube, Google Maps ist so ziemlich das roteste Tuch bei der Stadtverwaltung. Da sehe ich keine Chance, irgendwie eine Kooperation zu machen. Also wenn, dann schon eher in die Open-Source-Richtung, wie das, was ich da vorhin vorgeschlagen habe, mit diesen Karlsruhe Barrierefrei-Daten zum Beispiel. Oder auch OpenStreetMap-Community, aber Google Maps ist eigentlich nicht das, was wir irgendwie fördern wollen. Und ansonsten, Sie haben ja gesehen, wir haben ja auch die Abschlussarbeit von einem Informatikstudent betreut. Also wir sind immer offen für Studenten oder auch Projektarbeit zu unterstützen. Und nur aber halt auch natürlich in unserem Sinne. Also und Google zu fördern, sorry, ist in unserem Sinne. Also, nein, ich meinte nicht, dass die Stadt Karlsruhe jetzt irgendwelche Integrationen Richtung Google Maps macht. Aber es gibt jede Menge Anwendungen, die das nutzen und die Frage ist, wie kommen diese Anwendungen an die sinnvollen Daten der Stadt Karlsruhe? Und das passiert dann typischerweise nicht, indem ich sage, ich installiere mir noch Esri oder ich nehme mein Plugin aus der Esri-Welt, weil dann kann ich wieder andere Sachen nicht machen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir haben haufenweise Sachen rumliegen, aber die Zugangshürde für Studis, um das mal einzuklinken, um mal dann zu sagen, hey, jetzt nehme ich halt mal die Karlsruhe Luftbilder, jetzt nehme ich mal dieses... Das ist meistens so hoch, dass die in Projekten sagen, ach komm, lass sein, ich nehme doch Google Maps. Ja, weil da die Zugangshürde sehr, sehr klein ist. Der Sven hat ja vorhin das Transparenzportal erwähnt, da kann man ja die Daten auch als GeoJSON runterladen. Und GeoJSON ist ja jetzt kein SRI-Standard, sondern ein Open-Source-Standard. Und anhand des Transparenzportals kann man zum Beispiel mal Beispiele sich überlegen. Bei Rasterdaten wie Luftbildern ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil man da dann schon die REST-Schnittstelle braucht oder die API. Aber ich weiß nicht, inwieweit Sie mit der Fakultät, mit der Kartografie oder Geoinformatik zusammenarbeiten, also da, wo der Tobias und ich studiert haben. Die haben ja auch Esri-Produkte im Einsatz oder beziehungsweise hatten sie damals. Vielleicht kann sie auch sich mit denen mal ein bisschen austauschen.
ich komme ursprünglich von der PTV und wir hatten auch Karten im Einsatz und wir haben auch SD im Einsatz gehabt und wir haben die Schwierigkeit, die wir waren, ist, die wir immer hatten, ist die Zugangsschwelle von dem, was ist bekannt weltweit, wie gehe ich mit Karten um, wie interagiere ich mit Geodaten. Da gibt es etwa 1,5 Millionen Tutorials für die nicht, also für die Google Maps und für die Apple Maps. Und dementsprechend stolpert jeder früher oder später auf die anderen und nur in die Richtung ging das. Aber okay, danke schön. Herr Claire hat sich gemeldet. Möchten Sie? Ja. Ja, es gibt ja vielleicht eine Austauschinformation oder Plattform, die OGC-Datendienste, die wir ja auch anbieten. Also das heißt OGC-Dienste, die jetzt nicht in der Breite bekannt sind. Und da können wir allerdings dann, sage ich mal, OGC-Dienste wie WMS bereitstellen auf Anfrage. Wenn Sie in der Hochschule ein Projekt planen oder dergleichen, wie der Herr Albert schon gesagt hat, können wir dazu stoßen oder uns mit einbringen und man kann dann für den jeweiligen Fall kann man sich ja dann eine Kooperation überlegen oder dass wir WMS-Dienste oder die GeoJSON übers Transparenzportal bereitstellen. Wir haben zum Beispiel jetzt die 90.000 Bäume der Stadt Karlsruhe übers Transparenzportal zum Beispiel über GeoJSON bereitgestellt. Also das sind ja auch immer Informationen, die angefragt werden und wo wir in der Stadtverwaltung mit den jeweiligen Fachämtern Kontakt haben und dann sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel die Informationsfülle, die jetzt der Sachbearbeiter in der Stadt benötigt, wenn die ausgedünnt werden und bei den Bäumen sich zum Beispiel auf die Baumarten und dergleichen, die Daten ausgedünnt werden, dann kann man sich vorstellen, eben auf dem ganz breiten Spektrum eben diese 90.000 Bäume dann auch über ein Transparenzportal bereitstellen. Also da denke ich, ist es immer gut, wenn man in der Kommunikation ist und die Anfrage und das Angebot sozusagen zusammenbringt. Mhm. Super, vielen Dank. Jawohl, Jan, bitteschön. Vielen Dank für die sehr interessanten Vorträge. Ich habe noch eine Frage zu dieser Karlsruhe Geo-App. Also für mich immer ein ganz wichtiges Problem ist, dass ich nie genau weiß, wie verlässlich und aktuell sind die Daten, wenn es um Haltestellen oder ähnliche zeitnahe Informationen geht, dann weiß man ja nie genau, ist das jetzt die Haltestelle von heute oder ist die auch wieder woanders? Und gerade wenn es dann um sowas wie Fahrpläne und Ähnliches geht, hat man ja häufig das Syndrom, na entweder man glaubt es oder am Schluss muss man zur Quelle der Daten gehen, in dem Fall vielleicht zur KVV. Das ist ja übrigens bei Google genau dasselbe. Ja, auch da weiß ich nicht so genau, na ist das jetzt das Neueste von Neuen? Ich könnte mir vorstellen, bei gewissen Fragestellungen ist das nicht so wichtig. Ja, ich weiß nicht, wie der Baumbestand sich ändert. Da bin ich kein Fachmann für. Bei anderen ist es zentral. Wie geht denn ein Legenschaftsamt oder wie geht denn auch so eine Softwarearchitektur mit so Fragestellungen um? Momentan noch gar nicht oder schon ansatzweise oder was gibt es da für Ideen? Ich gebe gleich an dich weiter, Markus. Da das Stichwort Geo-App gefallen ist, kann ich nur dazu sagen, dass ich die ganzen Informationen, die in der Geo-App dargestellt werden, die werden ja direkt angezogen aus unseren Geoportal-Anwendungen. Das heißt, in der Geo-App an sich haben wir da keine Datenaktualitätsprobleme. Das Problem wird sich dann eher beim Herrn Albert bei den Web-Apps an sich, die dann in der Geo-App eingebunden werden, widerspiegeln. Oder Markus, du warst schon auf dem Sprung, gebe ich gerade an dich weiter. Ich denke, du kannst es gut beantworten.
Ja, genau. Also wir haben natürlich durch diese große Vielfalt an POIs das Problem, dass wir ganz viele verschiedene Quellen nutzen müssen. Das ist nicht alles zentral irgendwo abgelegt, wo wir dann direkt drauf zugreifen können. Und es gibt Quellen, wo wir Datenbanken anzapfen können. Also sind die Daten wirklich auch tagesaktuell. Es gibt Quellen, wo wir dann in einem bestimmten Zyklus bekommen. Zum Beispiel bei den Haltestellen ist es so, dass wir vom KVV eine Excel-Tabelle bekommen, die wir dann immer, wenn sich größere Änderungen ergeben, dann einbinden. Und die Fahrplandaten, die sind tatsächlich das, was auch in der KVV-Live-Auskunft abgerufen wird. Also ob die dann tatsächlich stimmen, das weiß ich nicht. Aber es sind auf jeden Fall die gleichen Daten wie auch im KVV-Abfahrtsmonitor oder auch über die Triage-Schnittstelle angezapft werden. Wird das dann auch dargestellt in den Apps? Also wird die Aktualität auch irgendwie wiedergegeben, sodass der Endnutzer das weiß? Denn wenn ich das wüsste, also manchmal ist das genau das Kriterium, solange man sich nicht sicher ist. Aber die Information ist es zumindest auf keinen Fall schlechter als die KVV-App, ist ja vollkommen ausreichend. Ne? Dann da wird man sich ja auch dran wenden. Ist das normalerweise etwas, was propagiert wird durch diese Art Portale oder ist das eher nicht der Fall? Also es ist schon so, dass wir keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten geben. Also das ist einfach viel zu umfangreich und wir sind ja nur eine gewisse Anzahl an Personen, die Daten dann überhaupt pflegen. Ich verstehe. Und wenn wir keine verlässlichen Quellen haben, wie Datenbanken zum Beispiel, wo wir regelmäßig darauf zugreifen können, dann ist es einfach nicht möglich. Ja, wie gesagt, die Triage-Schnittstelle, die wird live angezapft und von daher, das, was da rauskommt, wird auch über das KVV-Portal dann so ausgegeben. Danke. Günther, du hattest dich gemeldet. Ja, also das Geoportal hat ja wirklich eine Ansammlung von so vielen Geodaten und speziellen Informationen, dass es schwierig ist. Also wir versuchen letztendlich im Geoportal immer tagesaktuell oder wochenaktuell zu sein. Und die differenzierte Darstellung, ob jetzt der Baum oder die Haltestelle oder, sage ich mal, das einfacher sind, zum Beispiel so ein Flächennutzungsplan oder ein Bebauungsplan, das sind auch immer Metadaten mit dabei, aber das ist nicht bei allen Geoinformationen so transparent, dass der Bürger das an dem einzelnen Punkt erfragen kann. Okay, an der Stelle vielleicht würde ich Jan kurz bitten, ein paar Wörter zu sagen wegen den Vortragenden, weil dann würden wir das Programm dementsprechend schließen und können dann in die offene Diskussion einsteigen, weil ich glaube, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Genau, also das wichtigste Wort sind zwei Wörter. Vielen Dank für die wirklich sehr interessanten Vorträge. Ich finde auch immer wieder prima, wie auch der Bezug zu jetzt Karlsruhe oder regionalen Initiativen hier häufig mal klar oder deutlich wird. Das sind nämlich Entwicklungen, die man so im eigenen Alltag aus meiner Sicht jetzt an der Hochschule gar nicht immer so leicht bekommt. Ja, also ich habe viel mitgenommen. Auch ich habe wie Rainer darüber nachgedacht, dass das eigentlich auch spannende Themen für unsere Studierenden wären. Also von der Seite nochmal recht herzlichen Dank. Ich sollte vielleicht an der Stelle auch ehrlich sagen, wir hatten uns heute ein bisschen mehr Teilnehmer erwartet. Ja, das ist jetzt wie eine kleine Runde geblieben. Ist normalerweise nicht der Fall. Aber ich will das trotzdem quasi mit einem für die zugehört haben, will, kann ich, glaube ich, stellvertretend sagen, hat sich das wirklich gelohnt. Wir haben normalerweise ein aus der Software Engineering kommendes Dankeschön, und zwar sogenannte Design Cards, um Softwareprinzipien als Argumente zielgerichtet in technischen Diskussionen anzuwenden. Das kommt so ein bisschen aus der Ecke der Software Engineering, der Softwareentwicklung, die ja meistens Teamarbeit ist und in der die Fachleute unter uns, die wir kennen das, da wird auch viel mal diskutiert, viel gestreiten ist zu viel gesagt, aber es kann auch ruhig mal hitzig werden. Und ganz viel des Engineerings zielt auch oft davon ab, diesen Entwicklungsprozess irgendwie auch methodisch zu gestalten. Und wir haben hier quasi so eine Art Kartensystem,
bei der Sie sich vielleicht eine Anregung holen können. Vielleicht ist es ja auch für die ein oder andere fachliche Diskussion eine ganz praktische Sache. Ich würde dann Alex bitten am Schluss, du hast ja auch die Kontaktdaten und die würde ich dann einsammeln, mich dann an Matthias wenden, damit, dass wir die auch entsprechend irgendwie verschicken können. Genau. Jawohl, also, ja. Aber vor dem Hintergrund nochmal vielen Dank.